CTF dauert immer so ungefähr, wenn man 8 Minuten einstellt, so ungefähr 10 Minuten. Wo ist die Flagge eigentlich? Ah, da oben. Nein, Rotel, Rotel. Oh, da kam Avatar wieder. Mensch, Avatar, geh nochmal auf andere. Hab noch ein paar Teamkollegen im Team, ne? Keiner konzentriert sich auf die Flagge. Oh, eine goldene Kondorarmbrust. Wie kam ich jetzt nochmal hier? So komme ich ganz schnell zur Flagge. Ich möchte sofort ein paar Punkte machen, damit wir ein bisschen safe sind. Nein, nein, nein. Bond, Bond, nein. Oh mein Gott, da komme ich noch nie im Leben durch. Ich komme von unten. Jetzt ist so ein Teamchat voll angenehm. Okay, jetzt ist das Problem, ich weiß nicht, auf welcher Seite deren Flankenpunkt ist. Also wo die Leiter nach oben ist. Nein, er hat mich. Nein, wieso sieht er uns? Verdammt, wieso bin ich denn gerade ausgegangen, Bonds? Jetzt hat Bond die Flagge. Jetzt müsst ihr aufpassen. Okay, man kommt von der Seite. Okay, wenn ich von unten komme, muss ich nach rechts laufen. Dann komme ich hoch. Alter, chill. Wo ist denn jetzt Bond? Wo ist der liebe Bond? Da hinten ist der Bond. Aber wer knallt mir denn die ganze Zeit ab? Ah, da ist er. Von hinten kommen. Aber wo ist er nur? Verdammt! Er macht jetzt einen Punkt. Okay, Rotel von hinten weggenatzt. Aber wo ist Bond hin? Warte mal, wo ist die Flagge überhaupt? Hat er die noch? Da finde ich auch ein bisschen doof, dass wenn ein Spieler die Flagge hat, die nicht auf dem Radar angezeigt wird. Ah, da ist er. Jawohl. Jetzt auf einer. Fuck! Haben die da eine Boomslang hingesetzt? Ich komme immer am liebsten von unten. Setzen die da erstmal eine Boomslang hin. Okay, an Rotel kommen wir wahrscheinlich nicht mehr vorbei. Jawohl, doch. Komm! Lauf! Lauf! Jawohl. Entschuldigung, das war gerade ein bisschen Lauf. Ein bisschen Lauf. Ein bisschen laut. Nee, nee, Avatar. Jawohl, da guckst du, wa? Doch, doch. Punkt. Okay, jetzt aber schon auf Mauern. Jetzt zu Mauern wäre schon fies. Vor allem, weil wir es eh nicht schaffen würden. Ah, der Bond, ne? Der wird mich da wegnutzen, wenn ich hier lang laufe. Mach ich aber trotzdem. Hat er mich gesehen? Nö, aber Rotel. Weg hier, weg hier. Komm wieder von unten. Oh, okay, die hatten die gleiche Idee. Nein! Mit einer Tsunami-Rama, Alter. Aber auf Nahkampf ist sie zum Glück schlecht. Ah, jetzt wissen die aber, dass ich hier unten lang stampfe. Laufe ich mal hier lang. Von da sollte jetzt keiner kommen, ne? Jawohl. Nein, der Bond! Oh. Also der verteidigt da richtig gut. Direkt am Aufgang. Balan, der ist im Gegnerteam. Aber wo nur? Ich verteidige jetzt hier auf den Aufgang. Das ist gar nicht der Aufgang, da ist der Aufgang. Wobei, das macht ihm der Snake Lover. Hä, der hat doch gar nicht mehr. Ach, die Flagge ist irgendwo auf dem Boden. Boah, nee, nee, nee. Die haben beide eine Fernkampfwaffe. Und ich gehe mit einer Lucas auf den Fernkampf. Also, das war dumm. Aber die Flagge. Ah, warte, hau ab. Die Flagge ist irgendwo auf dem Boden. Nee, jetzt ist sie, glaube ich, wieder am Flankenpunkt, oder? Jo, ist er. Nee, nee, die kriegst du nicht, Hammer. Oh, an Rotel kommen wir jetzt aber nicht vorbei. Nee. Können wir knicken. Ah, jetzt ist Rotel down, schön. Lalala, lalala. Lalala. Lasst mich vorbei. Da ist Rotel, verdammt. Ich spring runter. Lasst mich. Geh. Ah, verdammt. Jawohl, die kriegen wir. Ja, schön. Gut, jetzt weiß Avatar nämlich nicht mehr, wo wir sind. Hoffe ich. In Klammern. Aber wenn ich immer von der Seite komme, ist es auffällig, ne? Gehen wir mal durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Ja, gucken die noch? Jawohl, die. Nein! Kriegt er uns noch, der Bond? Ah, der ist echt so aufmerksam da oben. Wobei, das könnte. Die Runde könnte gar nicht mal so lange dauern, weil die Flagge gar nicht gesetzt wird. Das finde ich schon spannend. Oh, die nähern sich unserem Flankenpunkt. Nein, Bond! Ja! Puh, das war knapp. Letzte Sekunde, hör mal.
Wegen solchen Minilags. Wow. Musste ja nicht mal ganz den Flankenpunkt berühren. Oh nein. Nein, Avatar hat nur so viel HP. Rauf da, schnell! Oder kommt er von unten? Ne, der kommt von der Seite. Nein, er hat's geschafft. Aber die kriege ich noch. So. Verdammt, jetzt ist auch noch unentschieden. Ah, ist spannend gerade. Sogar ein cooles Ergebnis. 1 zu 1 ist nicht so wie 5 zu 5. Bei 5-5 wäre schon ein bisschen doof. Ah, sind die Teams aber nicht etwas zu groß? Ich bin immer der Doofe, der die Flagge holen muss, ne? Okay, ich bin auch der gewinnen will. Nee, 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 der hat einen Spider, das schaffen wir nicht mit einer Locust. Vor allem nicht, wenn der da eine bessere Position hat. Aber die Flagge ist jetzt wenigstens besser positioniert. Nicht mehr so bescheuert ganz am Rand. Ah, der trifft uns von da oben, der liebe Bond. Runter. Rauf. Ich habe keine Warpies, scheiße. Brauche ich die überhaupt? Nein, das gibt's nicht. Der ist auf dem Geschütz, ernsthaft? Alter. Alter, ist der erstmal auf dem Geschütz? Das gibt's ja gar nicht. Oh, oh. Alter. Also der mit seiner Tsunami-Rama, der räumt der immer schön auf. Frontal gesehen. Okay, Marcel. Wir deffen jetzt. Wenn wir nicht gewinnen können, werden sie auch nicht gewinnen. Wer wett? Okay. Boah, aber die sind da alles an der Base am Hocken, ey. Könnte schwierig werden, aber ich probiere es. Na komm, geh hoch, rückwärts. Rechts rum. Nein! Scheiß 30er Pots. Komm doch. Oh, das hätte ich jetzt noch schaffen können. Wer hat die Flagge auf? Verdammt, ich habe nicht gelesen. Verdammt. Nein, ich habe... Boah, ich habe schon nachgeladen. Nee, das gibt's nicht, Avatar. Wie konnte er sich da vorbeischleichen? Das gibt es doch nicht. Das ist doch fies. Verdammt. Ah, die sind aber besser in der Verteidigung. Das muss man schon zugeben. Ah, der ist aber auch fies gerade. Wie konnte er sich da vorbeischleichen? Jetzt alles oder nichts. Ich muss waschen. Oh, dieser Boomslang. Das Boomslang, das gibt's nicht. Okay, GG. Diese Boomslang, die war zu zerstörerisch. Ah, die hat aber auch mehr Kills. Das heißt, auch bei einem Gleichschalten hätten die gewonnen. Also, das war relativ deutlich der Sieg. Wieso bekommt Rotel so viel XP? Der ist ja voll... Ey, wieso geht der Screen so schnell weg? Brickforce, troll mich nicht. Ah, das hat aber Fun gemacht. Vor allem das Ergebnis nur 2 zu 1, sonst ist das immer 10 zu 8 oder so, oder 10 zu 2. Schön ausgeglichen war das, aber ist auch Core Fusion. Find so CTF-Maps, Core Fusion. Auch Bastelpoo ist, finde ich, sehr gut für CTF geeignet, weil ich finde, echt auf Core Fusion macht CTF am meisten Spaß. Guck mal gerade, welche Map wären noch geil für... Ich denke Graveyard, oder? Die ist ja auch so ähnlich aufgebaut wie Core Fusion. Matrixius, also ganz ehrlich, nee. Wo ist überhaupt da die Flagge? Nö, doch, Core Fusion. Core Fusion ist, finde ich, schon eine geile Map für CTF. Also dann, Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Let's Play. Ciao.